Gut, jetzt machen wir eben das, die Kalbsfiletscheiben mit Kartoffelkrapferler und ersten Spargel. Dann machen wir dazu die Kartoffelkrapferler. Werden wir so machen, dass wir es durch die Kartoffelpresse pressen, mit Ei verrühren, ein bisschen Maizena für die Bindung hernehmen, also Maisstärke, und noch einen Krapferler machen, in der Pfanne gebraten. Ich werde das jetzt schneiden. Dann werden wir jetzt die Folie nehmen, eine normale Frischhaltefolie, wie sie jeder zu Hause hat. Dann legen wir das Fleischstück da drauf, tun noch das Ganze zudecken. Pfanne ist heiß, Fleisch ist dünn und hinein, ca. 3 Sekunden, die sind jetzt vorbei, mit frischen Bergkräutern befüllen. Da haben wir drinnen Rosmarin, Thymian, dann haben wir Schnittlauch, Petersilie. Würzen tue ich das jetzt mit einem Rosensalz, ganz leicht drauf da. Dann tun wir es einrollen, so wirklich mit den Fingern bitte. Tun nachher die Schalotten in Julienne, also feine Nudelig geschnitten, so in so Streifen geschnitten, im Öl angehen lassen, also ein bisschen ansortieren. Immer unter Bewegung bitte, sonst wird sie es anlegen. Das wollen wir ja nicht. Da haben wir jetzt halt den Portwein, den roten. Tun nur ganz kurz ablöschen. Und jetzt da haben wir natürlich perfekte Portweinschalotten. Dann nehmen wir den Schnittlauch, was wir zuerst gesagt haben, den, was wir blanchiert haben, und binden den jetzt da rundherum. Einfach erstens einmal, weil es schön ausschaut, und er soll einfach so bleiben. Also wir machen jetzt den Spargel warm. Guten Appetit! Wir haben jetzt einen Kalbs-Involtini Spargel gekocht. Welchen Wein würden Sie dazu empfehlen? Ja, da haben wir aus dem Mittelburgenland vom Weingut Igler einen Cuvée. Ist ein Cuvée aus Cabernet Blaufränkisch Zweigelt. Hat ungefähr 14 Volumensprozent, ist ein sehr kräftiger Cuvée, und da passt er am besten dazu. Vielen Dank.